Ich sag nichts zum letzten Part. Ich sag nichts, außer dass ich Relaxo abgrundtief hasse und am liebsten komplett ausschließen möchte und zu ein paar Burgern verarbeiten will. Weil so viel Fett wie an diesem Ding dran ist, kann das ja nur gut ausgehen. Und damit auch, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. In diesem Part habe ich vor, eine der längsten Routen und nervigsten Routen im gesamten Pokémon-Universum komplett abzuschließen. Oder überläufig abzuschließen, obwohl ich fast ja einfach in einem Part, weil dann haben wir das einfach viel, viel chilliger. Ich mache einfach dieselbe Taktik wie in der Silph Community vorspulen. Aber das ist später und natürlich war der Erfolg. Fruchtlein, Crit. Ja, soll das sein können? Also es musste ja sein. Es musste ja sein. Aber auf jeden Fall habe ich mir erstmal für den ersten Teil dieses Parts einfach das Thema wieder beschlossen, meine Erwartungen und Wünsche für Pokémon 2019 zu sagen. Weil das habe ich ja schon einmal in der Silph Community gemacht. Aber habe es noch nicht ganz abgeschlossen und würde halt sagen, dass wir das am besten dann halt abschließen, wenn wir das jetzt hier gerade so machen, weil das ist jetzt gerade nur eine Route voller Trainer und dann braucht man definitiv irgendein Gesprächsthema, über das man reden kann. Also, ich habe ja schon vieles aufgesehen, wie den Rivalen, wie die Pokémon, wie dass die Arenen zurückkommen sollen und so weiter und so fort. Und ein paar Sachen habe ich ja noch nicht erwähnt. Als Beispiel, wo soll meiner Meinung nach oder wo möchte ich tatsächlich, wo die Region spielt. Und das ist tatsächlich sehr, sehr einfach. So dumm es auch klingen mag. Okay, man kann es jetzt nehmen, wie man möchte. Je nachdem. Man kann daraus jetzt wirklich einen Witz ziehen. Aber ich finde, eine Region, die in der afrikanischen Savanne spielen würde, wäre sowas von geil. Weil die Wildnis ist so cool und allgemein die Umgebung, weil wenn das ein Spiel wäre, oh, Alter, das war einfach nur episch als Pokémon-Game. Wirklich, einfach nur episch als fuck. Also, und man hätte halt einen Kontinent quasi, wenn man quasi ganz den afrikanischen Kontinent bereist. Plus dazu könnte man nicht das Insel-System machen, weil es einfach nicht möglich wäre. Man könnte sowas ähnliches machen, tatsächlich dann, weil da auch so altertümliche Stämme und so sind, wodurch man das dann auch machen kann. Aber nicht unbedingt. Man kann halt allgemein von der Geschichte her so viel machen. So viel. Und das könnte einfach nur episch as fuck werden. Auch von der Story her könnte man die richtig gut schreiben, tatsächlich. Obwohl ich das für Pokémon nicht erwarte, dass sie jetzt voll die emotionale und ausgereifte Story schreiben, weil es ist Pokémon. Ja, so, ich bin noch nie mit Pokémon an höheren Erwartungen gegangen von der Story her und das, was mich in Pokémon Schwarz und Weiß erwartet hat damals oder überrascht hat, war schon sehr, sehr gut. Also muss ich wirklich sagen, Hut ab. Ich würde gern noch mal sowas haben, tatsächlich, von der Story. Aber nur heftiger. Und das könnte man halt in der afrikanischen Savanne einfach machen. Und die Umgebung, die Pokémon, die man da designen könnte, die wären halt auch echt sick. Also man könnte da so viel machen. So viel. Ist halt echt einfach richtig schön, tatsächlich. Aber das war es eher mal so ein Wunsch, tatsächlich. Wie gesagt, also es sind ja Wünsche und Erwartungen und das war es eher ein Wunsch. Und tatsächlich, was man noch verbessern kann, aber nicht muss. Oder sagen wir es mal so, ich würde mir wünschen, wenn es öfters vorkommen würde tatsächlich, sind die Sequenzen. Weil hier in Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli gibt es ja ab und zu Sequenzen, wie jetzt als Pikachu auftaucht, wenn man seinen Starter kriegt, wenn man, sagst du doch, wenn man einen Geist entpuppt, wenn man Bill trifft und ihn dann von seinem Pokémon Nidorino befreit und so weiter und so fort. Diese ganzen Sequenzen, die sehen halt echt schon geil aus. Und ich würde mir solche Sequenzen ziemlich gerne wieder in neuen Pokémon wünschen. Dass man die öfters verwendet. Und dass man öfters mit Sequenzen arbeitet. Weil das sind halt wirklich Dinger, wo man sagt, boah, das sieht geil aus. Das sieht wirklich schön aus. Wenn man das aber mit dem Rest des Spiels vergleicht, als Beispiel die Animationen von den NPCs oder so, oder allgemein zu NPCs, was halt eher schwächer ist tatsächlich, dann ist das schon ein bisschen traurig. Wenn man das mit den Sequenzen von dem Spiel vergleicht, weil die Sequenzen des Spiels sind top. Kann man nicht anders sagen, die Sequenzen des Spiels sind einfach geil. Aber, naja, mal schauen, was uns so erwartet dieses Jahr. Ich hoffe mal, es kommt irgendwas Geiles raus. Werden wir sehen. Ich freue mich tatsächlich schon sehr auf die E3. Weil da wahrscheinlich, oder kurz vor der E3, je nachdem, wie Pokémon das handhaben möchte. Weil die sind eh schon immer so, yo, wir zeigen hier das Game. Eine Woche vor E3 schon, einen Trailer. Und dann nochmal für E3 ist es dann nochmal zu sehen. Obwohl ich tatsächlich sagen würde, für dieses Spiel würde ich wirklich die E3 bevorzugen. Also, dass sie es nur auf der E3 zeigen. Aber wie ich Pokémon einschätze, die Pokémon Company, sagen die so, no, wisst ihr was? Wir sind nicht so. Ja, wir gehen auf die E3 und stellen unsere Spiele vor. Bitch, wir sind so richtige
Oberschnuckeln schnellen und wir machen uns einfach so, wir zeigen es einfach vor der E3. Und warum? Weil wir es könnten, ja. Yeah. Einfach so sind die drauf und deswegen schätze ich das so ein, dass es wahrscheinlich so sein wird. Aber, naja, ist halt einfach Game Freak, kann man jetzt ändern. Und ich finde es echt lustig, wie Nidoking da probiert es hinterher zu laufen, aber nicht hinterherkommt. Das sieht echt schon ein bisschen komisch aus, aber ich find's lustig, tatsächlich. Aber an sich, wenn man das jetzt so bedenkt, was ich noch für einen Wunsch tatsächlich hätte, wäre eine wichtige Sache. Eine sehr, sehr wichtige Sache. Bitte neue Mega-Entwicklungen. Und zwar Mega-Entwicklungen, die Sinn machen. Und auch Pokémon bufft, die schlecht sind. Wie als Beispiel, was er denn als Beispiel einen guten Buff verdient und was ein schlechtes Pokémon ist. Aber an sich mega geil. Sengo als Beispiel. Sengo ist schon so mega stark, aber in der Fähigkeit Giftmann und Toxic Open Fassade, das Ding klatscht alles weg. Ich glaube, da bleibt nichts mehr stehen. Das könnt ihr mir glauben. Bei diesem Spiel bleibt dann nichts mehr auf dem Boden stehen. Aber irgendwas, was die innen einfach boostet, damit es doch schneller ist, wäre halt ziemlich, ziemlich geil. Oder, und yo, Alter, what the fuck. Das sah gerade echt krank aus. Aber auf jeden Fall. Oder was hat denn noch ein Pokémon, was eine Mega-Menge verdient hätte? Als Beispiel, boah, jetzt muss ich erstmal so überlegen, tatsächlich. Und da kommt noch ein Krabbermaul. Jawohl! Chill out, my boy. Ganz ruhig. Okay, bye bye. Alter, was für ein Monster-Kingler. Aber auf jeden Fall, was wäre noch ein Pokémon, was eine Mega-Menge tatsächlich verdient hätte? Tropius als Beispiel. Tropius hätte den Mega-Entwicklung verdient. Sterndu hätte den Mega-Entwicklung verdient. Obwohl das schon so mega stark ist, tatsächlich mit Leben auch und so. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Mehr Mega-Entwicklungen einfach. Und wo bin ich hier eigentlich? What the fuck? Ich bin, tja, wer bin ich eigentlich? Flix und zugenäht. Ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Verlug das Eiszeiber schon wieder. Ich dachte, das wäre Professor Eisgag, aber ich hab's einfach auch. Was hab ich nochmal? Lalinchen, weißt du etwa, wer ich bin? Nein, ich weiß nicht, wer du bist. Mr. Zauberer. Was sagst du da, Mr. Zauberer? Das klingt wie Musik in meinen Ohren. Du hast recht, das muss mein Name sein. Ich bin ganz sicher, ich bin Mr. Zauberer. Vielen Dank, dass du mein Gedächtnis auf die Sprünge geholfen hast. Hier, nimm das. Was? Als ob das funktioniert hat. What the fuck? Ich kann noch mit dir reden. In der TM32 kannst du einen Pokémon dir Attacke Zauberschein beibringen. In Kanto sind solche Attacken von Typ Fehl extrem selten. Ja, aber what the fuck? Glaub mir einfach, dass er ein Mr. Zauberer heißt. Was? Warte mal, wenn ich jetzt rein und raus gehe, will ich mal kurz nochmal testen, was dann passiert. Ist dann wieder. Hat er es dann wieder vergessen oder? Was ist dann. Hey, was geht? Mit Hilfe der. Nein, tatsächlich nicht. Oh lol. Was ist da für ein Buch? Kann ich nicht interagieren. Alles klar. Ich dachte gerade wirklich, das wäre eigentlich der Attackenverlerner. Aber es ist es ja nicht. Und mein Handy hat gewimmelt. Ja, super. Aber. What the fuck? Und was? Sagen dir Fangserien etwas? Wenn man mehrere Pokémon derselben Art in Folge fängt, erhöht sich die Chance darauf, ein starkes SMPL zu begegnen. Oh ja, das stimmt. Dadurch habe ich auch schon zwei Shinies auf, was in der Gattert. Aber ich würde mal sagen, zerschneiden wir hier in den Busch und holen uns da das Item dort. Und. Erstmal den Handy auf lautlos stellen, damit alles wieder glücklich ist. Yay! Und weiter geht's mit dem Typen hier. Mein Spezialgebiet ist Elektrizität. Da erkenne ich mich mit Pokémon aus dem Meer nicht aus. Ja, das kann man gut nachvollziehen, aber. Ich glaube, du bist hier einen leichten Typen Vorteil, weil ich habe gerade Abdul vorne und ich glaube, Abdul kriegt es definitiv auf die Fresse von deinem Black Deck. Oh, Mama. Okay, aber okay, ich akzeptiere das. Und deswegen hole ich jetzt Abdul raus und sehe sofort zurück, weil gegen diese Elektrik hat er überhaupt keine Chance tatsächlich. Und hole dafür dann Martin raus. Und nun kann Martin endlich mal zeigen, was es drauf hat, weil nun haben wir den Bodentypen und haben die Schwäche von Glurak und Abdul weggemacht. Also, man kann sie nicht mal angreifen, wir können das einfach immunisieren dann und kriegen dann gar keinen Schaden, was sehr, sehr nice ist. Aber ich würde sagen, hauen wir einfach mal den Gift-Typ raus, weil der Step und Nidoking hat echt keinen schlechten physischen Angriffswert hier und dann ist das Electric auch down. Wow. Also, Martin hat durch die Entwicklung jetzt einen mega krassen Boost bekommen. Und diesen Boost erwartet auch noch Spy. Aber diese Zeit lasse ich mir noch, bis er erwachsen wird. Wir werden alles so schnell groß. Und hier haben wir einen Wasserstein. Ja, cool. Dankeschön. Nehme ich auch lieben gerne mit. Thank you.
Und hier haben wir auch nochmal einen Pokéball und eine Trainerin. Das ist, glaube ich, ein Trainercoach tatsächlich. Also holen wir als erstes Item hier. Bin auch bei den Trainer vorbeigelaufen. Lel. Aber ich würde mal sagen, wir tun schnell Abdul nach hinten und tun wieder Frankie oder... da kommen wir wieder Frankie da vorne. Weil Frankie ist auf Level 34 und ich muss es echt noch ein bisschen trainieren, damit es auf einer Ebene mit den anderen ist. Aber bis das soweit ist, das wird, glaube ich, noch dauern. Ich glaube, ich werde ihn dann mal offscreen nach dem Part oder so ein bisschen trainieren. Oder übernächsten Part, je nachdem, weil ich jetzt gerade eine Aufnahmesession tatsächlich habe. Wegen dem Vorproduzieren immer noch. Und oh mein Gott, er hat Nidoran Manly. Wie süß! Oh Mann, das erinnert mich an Martin früher. Ich war auch noch so klein und schnuckelig mit der Hasenschnauze da vorne. Oh. Aber so, ich nehme. Oder apropos Martin, der ist online mit Rocket League. Wie cool. Und was? Ey. Nidoran. Aus. Fassade, danke, Frankie. Hätte dieser Hornbocher jetzt getroffen, hätte ich definitiv Flashbacks bekommen von den Golking. Und es holt noch ein Nidorino raus. Ja moin! Aber da bleiben wir einfach bei Kikli und batzen das Ding auch einfach mit der Fassade weg, weil ich glaube nicht, dass es die so gut wegsteckt. Also, batz! Und das tat weh. Und dann kommt er mit Toxin. Alter. Und ich glaube, dieses Vorspulen werde ich dann dem Video dann auch gleich machen. Weil so viel werden wir jetzt definitiv nicht mehr haben auf der Route. Weil, wie gesagt, ich möchte ziemlich weit vorankommen und die Route ist so lang. Sie ist so lang. Die längste Route im gesamten Spiel und... Oh Gott, ey. Wenn ihr wüsstet. Dass dann alles zu spielen wird. Ein bisschen nervig tatsächlich, aber es macht trotzdem Spaß und es gehört einfach zum Let's Play dazu und da kann man nichts machen. Auf jeden Fall ist der Typ jetzt down. Gott sei Dank. Puh, zum Glück. Aber würde ich mal sagen, passen wir noch Frankie schnell gegen Gift, weil... Mit Toxin im Nacken ist es nicht so geil zu kämpfen tatsächlich. Und da sich zu erholen ist auch nicht so geil. Und ich hätte vielleicht, bevor ich auf diese Route gegangen bin, ein paar Tränke holen sollen. Und wer bist du eigentlich? Wenn man auf einer Brücke trainiert, auf der einem die frische Meeresbrise um die Nase weht, stelle das die Wirkung des Trainings ungemein. Bist du bereit, gecoacht zu werden? Ja, okay. Dann mach dich bereit. Ich mach dich platt. Ja, natürlich machst du mich platt. Natürlich. Ich werde dich nur filetieren, absolut vernichten und einen Stolz brechen, Helena. Und dann kommen sie mit einem Smack. Oh, da haut die raus, ey. Oh la la. Aber ich würde sagen, wir bleiben tatsächlich bei Frankie. Ja, Frankie kann zwar keine Kampfattacken einsetzen, weil das Ding einfach die vierfach resistet. Aber dafür kann es die Fassade raushauen. Und Smetpo ist nicht gerade bekannt für seine, ja, krassen Defensivwerte. Und die Fassade macht an sich schon eigentlich gut Schaden. Obwohl ich tatsächlich sagen muss, was eine dumme Idee, im Toxin wegzunehmen, weil Fassade dadurch doppelt so stark wird. Und das dann halt definitiv das Ding, glaube ich, fast sogar gewonnen hätte, tatsächlich. Aber daraus mache ich mir nichts mehr und probiere es einfach Frankie aufzuwecken, weil er pennt einfach gerade nur, dass ich sogar das Ding Traumfresser, was? Ach du Scheiße, das Ding Traumfresser drauf. Okay. Ich werde mal sagen, ich werde einfach ganz gelegen und schön sagen, Rückzug? Weil das ist nie so geil. Also wirklich nicht so geil. Also Raumfresser, Psycho-Attacke auf Frankie ist nicht so toll. Also wirklich nicht. Also wirklich einfach nur, bitte, Flammenwurf, Smetpo, stirb, verbrennen, geh einfach nur sterben. Bye bye. Ja. Und das Smetpo down, Gott sei Dank. Bye bye, Smetpo. Ich muss tatsächlich sagen, der Trainerkopf ist ganz schön hochgelevelt. Also, wow. Auf Level 38 ist echt heftig. Und da will Frankie Energiefokus lernen, aber nein. Du kriegst keinen Energiefokus, weil du nichts aushältst. Und bis du dann die Attacke raus hast, bist du eh tot. Weil das ist nicht so geil. Und nun kommt ein Pixie. Jetzt können wir wieder Martin einsetzen, weil Pixie ist von Typ Fee. Und Martin von Typ Gift. Und Gift ist effektiv gegen Fee. Yeah. Endlich hat einfach Martin mal wirklich sein volles Potenzial entfaltet, dadurch, dass es jetzt endlich ein Nidoking ist. Das freut mich tatsächlich schon etwas. Dass wir jetzt endlich... ein voll entwickeltes Martin haben. Am besten noch ein bestes Deutsch, voll entwickeltes Martin. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Einfach, dass es eine volle Entwicklung hat und genauso reinhauen kann, wie alle anderen im Team auch. Und der Gift-Team hat nicht gereicht, aber es ist vergiftet. Ja, moin. Und es ist Gesang ein. Aber wir werfen aus, zum Glück. Martin, Gott sei Dank. Und dann kommt noch die Vergiftung, wo Pixie auch nochmal mehr zu schaffen macht. Und der nächste Gift-Team wird definitiv ausreichen, um dieses Pixie down zu kriegen. Also, bye bye, Pixie-Line. Nice. Und das war's mit dem Pixie. Und darüber bin ich auch sehr froh, dass wir nun endlich eine Waffe haben gegen Feen-Pokémon. Weil das war bis jetzt immer noch das Einzige, was wir nicht besiegen konnten. Und Martin hat Level 41 erreicht. Nice! Das freut mich. Und Zermi auch? Ja, lol. Alles klar. Zwei Level 41er. Ja, läuft.
Ich muss schon sagen, unser Team wird sehr schnell viel stärker. Und die gibt mir, wie ich es mir dachte, die ETM Traumfresser. Meine Fresse. Also, wortwörtlich, meine Fresse. In Ordnung. Dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, jetzt Gras zu gehen und jagen, Krabi! Yo, Krabi, komm hier mal, Boy. Krabi, Krabi, Krabi! Yes! Nice! Her mit dem Krabi, Alter. Weil dieses Pokémon habe ich noch nicht im Pokédex und das würde ich gern tatsächlich haben, wenn ich wieder treffen würde. Und, Alter, please, könntest du bitte... Und, ja, was? Komm schon! Fang es doch einfach! Und, ernsthaft jetzt... Es ist wirklich an den Beinen abgeprallt. Alter, wie lächerlich. Wie lächerlich, ich glaub's nicht. Und dann bleibst du auch nicht drin, ich glaub's nicht. Krabi, mach keine Faxen. Und komm einfach jetzt in den Ball rein. Ich wollte dich für den Pokédex. Und ich werde dich entwickeln. Also, was sagst du? Yeah, ich wusste doch, dass du groß und stark werden willst, mein Freund. Cool. Krabi wurde gefangen. Nice. Und Pikachu ist Level 41. Wupp, wupp. Wieder neu ein Level 41er. Nice. Es läuft tatsächlich, es läuft. Und Krabi ist jetzt ein Team und warte mal, was? Ich habe schon einen Krabi? Warte mal. Was? Und Alter, das ist ein Pokéball. LOL. Und ein Top-Lock-Parfüm. Okay. Aber ich habe schon einen Krabi gefangen? Wann bitte? Wann habe ich denn einen Krabi gefangen? What the fucking hell? Aber okay, und dann hinten ist ein Taubsi. Und nun haben wir die Route erreicht, die jetzt ewig lang sein wird und die ich dann vorspulen werde. Aber, okay, Leute. Ich würde sagen, hier ist nochmal zur Veranschaulichung. Am Veranschaulichen, hier ist Route 13, da kommt Route 14 und dann kommt nochmal Route 14 und dann 15. Drei Routen hintereinander, absolut krank. Also, das wird keine schöne Zeit für mich jetzt. Also, Leute, wir sehen uns. Wenn das hier... Kingler! Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, Kingler bleibt da. Nicht despawn. Nicht despawn, nicht despawn, nicht despawn. Komm schon, das kriegen wir. Oh Gott. Kingler bleibt da. Ich spule gleich vor, Leute. Ich will nur schnell das Kingler haben. Zerschneid den scheiß Baum, Mann. Und Alter, wie der Trainer tut mich jetzt abfangen. Ich glaube, es ist extra so, dass er mich nicht sieht. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Komm her, komm her, komm her. What the fuck, das spawnt einfach ein Kingler. Also, wenn ich gerade einen Pokémon nicht erwartet hätte, dann wäre es Kingler. What the fucking hell. Und dazu werde ich noch die Nanabeere ausspielen, damit es ein bisschen ruhiger bleibt, weil da springt mir ein bisschen zu sehr hin und her tatsächlich. Und dann würde ich sagen, werfen wir eine Pokéball und haben keinen Fun. Alter, das war doch ein Kreis, Mann. Was soll das Scheiß? Aber okay. Bleibst auch so drin. Ist auch gut. Nice. Kingler wurde soeben gefangen. Super. Und dadurch haben nochmal alle EP generiert und ich bin happy, weil ich ein neues Pokémon im Pokédex habe. Yeah! Seine größere Schere ist zwar hart wie Stahl und verfügt über eine außerordentliche Stärke, aber gleichzeitig ist sie auch eine extreme Schwere und seine größte Schwäche. Okay. Interessant. Aber was haben wir einfach hier noch ein Kingler? Ja, moin! Das ist einfach ein Krabi und ein Kingler. Läuft bei denen. Lel. Aber okay, weichen wir den Krabi hier aus und laufen wir dann normal weiter. Und erst dachte ich, Alter, da wäre ein Nidokinger, das ist ja unseres. Aber tatsächlich würde ich sagen, beende ich doch hier an dieser Stelle schon den Part. Und den nächsten Part machen wir dann hier die Route. Weil dann haben wir das einfach ein bisschen kompakter. Und nein! Fuck. Fuck it, ey! Als ob der mich jetzt noch erwischt hat. Wirklich jetzt? Also, really? Oh man, und oh scheiße, Frankie pennt ja. Oh oh, oh oh. Und Pendy, Frankie pennt immer noch. Nein, 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 schon näher, aber plötzlich falsch ist. Es war Kopimata, oh Gott, nein. Oh nein, das wird ekelhaft. Oh Gott. Leute, ich sag jetzt schon, ich spüre euch den Kampf vor. Das wird ekelhaft. Bis gleich. Danke! Alter, Gott sei Dank, ey, dieser Kampf war ja mal richtig nervig.
erst mache ich auf, fällt es mich wieder ein und Wutanfall, Alter, gehört damit. Kopf das weg, tschüss. Oh, Wutanfall auf Garados. Ja. Wie episch. Geil. Aber okay, nochmal. Also der Kampf war gerade echt nervig. Ich bin froh, dass der ging schneller vorbei, als ich dachte. Aber Alter, ich wach auf und das Ding setzt Gesang an. Ich dachte, ja, so fick dich, ey. Aber okay, Leute. Ich will an der Stelle sagen, wirklich, ich beende den Part. Lasst ein Like, Kommentar, wenn euch der Part gefallen hat. Aber um nichts zu verpassen, wir beobachten jetzt hier noch im Hintergrund. Krabbis. Und ich sage an der Stelle, bis dann und ciao.